Hallo und privet an meine Zuschauer. Haben Sie die Absicht, den Beitrag zu kommentieren? Dann tun Sie das, aber bitte sachlich und themenbezogen. Beleidigungen gegen Privatpersonen und juristische Personen oder Aufruf zu ungesetzlichen Handlungen werden von mir in den Kommentaren nicht freigeschaltet. Grüne Annalena Baerbock sieht rot. Hilft Russland das Baerbock-Rating anzuheben? Hallo und privet aus Kaliningrad. An allem Elend dieser Welt sind die Russen schuld. Das weiß in der Zwischenzeit die ganze Welt. Nun nutzt Annalena Baerbock die bösen Russen, um ihr ramponiertes Image wieder ein wenig aufzupolieren. Sie hofft wohl auf das Mitleid der russophoben Wähler und deren Unterstützung am Wahltag. Die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg will erfahren haben, dass Russland eine Diskreditierungskampagne gegen die attraktive deutsch-grüne Politikerin vorbereitet. Anfang der Woche berichteten eine ganze Reihe russischer Medien darüber. Zitiert wurden Politiker und Politologen. Dem russischen Durchschnittsbürger sind die deutschen Politiker völlig unbekannt. Man kennt Frau Merkel, die russlandloyale Bundeskanzlerin. In ganz wenigen Fällen kennt man noch diesen oder jenen deutschen Politiker oder Politikerin, wenn dieser oder diese mal auffällig geworden und in die Schlagzeilen gekommen sind. Aber man vergisst sie auch ganz schnell wieder. Als ich in meinem Bekanntenkreis mal gefragt habe, wer denn Frau Baerbock ist, habe ich keine einzige richtige Antwort bekommen. Und so dürfte es 99,75% aller Russen wurscht sein, wer diese Annalena Baerbock ist. Ob sie Bücher geschrieben oder abgeschrieben hat, ob sie Benzinpreise anheben oder den Hahn zur Nord Stream 2-Leitung wieder zudrehen will, ob sie ihren Lebenslauf und ihre Einnahmen optimiert hat. Noch interessiert es niemanden in Russland, was diese No-Name-Deutsche machen will, wenn sie denn Bundeskanzlerin wird. Oder doch zumindest Vizekanzlerin und Außenministerin. Überhaupt, so zumindest meine Erfahrungen, kennen sich die Russen, also der normale Durchschnittsbürger, im politischen System in Deutschland nicht aus. Zähle ich zum Beispiel die Parteien auf, die in Deutschland erwähnenswert sind, hört man mir aufmerksam zu. Aber an den Reaktionen merke ich, dass die Freien Demokraten oder die sozialen Christen, ja sogar die Linke, weitgehend unbekannt sind. Man kennt die Christdemokraten, aber die auch nur, weil ich gleich erwähne, dass die loyale Frau Merkel in dieser Partei ist. Einige haben auch schon gehört, dass es eine sozialdemokratische Partei in Deutschland gibt. Aber bitte keine Testfragen stellen, welcher Name den Russen im Zusammenhang mit Sozialdemokraten einfällt. Da wird nichts kommen. Noch nicht mal der Name Schröder. Somit kann ich eigentlich vielen Schlussfolgerungen und Kommentaren in den russischen Medien nicht zustimmen, die von einer Kampagne gegen die zweifache Mutter Annalena Baerbock sprechen und dass Russland, also Putin, zumindest aber Lavrov und Shoigu, diese deutsche Politikerin als so gefährlich ansehen, dass man sich Sorgen um das deutsch-russische Verhältnis nach den Wahlen im September machen muss. Allen ist doch klar, dass nicht eine Einzelperson Politik macht, sondern im nicht souveränen Deutschland die Politik in kollektiver Abstimmung betrieben wird. Somit ist Frau Baerbock höchstens die Sprecherin, die das laut von sich gibt,
was ihr andere leise ins Ohr flüstern. Wenn also Putin gemeinsam mit Lavrov und Shoigu diese Frau stürzen, dann stehen Robert Habeck oder zig andere grüne Politiker in den Startlöchern, um die jetzt 41-jährige deutsche USA-Austauschschülerin zu ersetzen. Das Problem, welches Russland hat, heißt nicht Baerbock und auch nicht Habeck und auch nicht Lehmann und auch nicht Schulze. Es heißt einfach Grün. Und die Geschichte der Grünen und ihrer außenpolitischen Ansichten im Hinblick auf Russland macht klar, dass Russland rot sieht, wenn es grün hört. Warum aber sind die Grünen so russophob? Ich kenne mich in der deutschen Politik nicht aus und schon gar nicht in der Politik in den westlichen Besatzungszonen bis 1990. Zuerst dachte ich, dass die Grünen so um 1968 entstanden sind, der Zeit der Studentenbewegung. Ich dachte, dass die Amerikaner rechtzeitig eine neue alternative Partei in Deutschland mit den Grünen gegründet haben, für den Fall, dass die Altparteien CDU, SPD, FDP in der Gesellschaft nicht mehr den Anklang finden, wie einst von den Amerikanern geplant. Aber ein Blick in das Internet belehrte mich, dass ich völlig unqualifiziert bin und somit auch zu Recht nicht an den Wahlen im September teilnehmen darf. Die Grünen wurden 1980 ins Leben gerufen und starteten erfolgreich. Schon 1985 wurde Joschka Fischer Landesminister. Ein toller Erfolg, zu vergleichen höchstens mit der Partei Alternative für Deutschland, die im Jahre 2013 gegründet wurde, ein Jahr später schon in das Europaparlament einzog und heute in vielen Landesparlamenten und ich glaube sogar im Bundestag sitzt. Ja, da kommt Neid auf. Insbesondere, wenn man sich erinnert, dass im Jahre 1990 zu den Bundestagswahlen die Grünen die 5%-Hürde nicht schafften und somit sich der außerparlamentarischen Opposition in Deutschland anschließen durften. Und wer war schuld? Natürlich die Russen. Damals noch die Sowjets. Denn die hatten ja der Wiedervereinigung zugestimmt. Und die Wähler des neuen, großen Deutschlands entschieden sich, die Grünen nicht zu wählen. Hätte die Wiedervereinigung nicht stattgefunden, wären andere ostdeutsche Splitterparteien nicht gewählt worden und als Wahlbündnis in den Bundestag eingezogen. Diese Stimmen fehlten nun den Grünen zur Überwindung der 5%-Hürde. Vermutlich zu diesem Zeitpunkt infizierten sich 1990 die Grünen mit dem Russophob-Virus, der leider bis heute nicht heilbar ist. Дышите. Blomberg, die amerikanische allwissende und immer gut informierte Nachrichtenagentur, hat Leute rings um Putin positioniert, die regelmäßig über alle und alles informieren. Und einer dieser Informanten steckte der Agentur, dass der Kreml bereit ist, alles, aber auch wirklich alles zu tun, damit die Nachfahren einer oberschlesischen Aussiedlerfamilie nicht an die Schalthebel der Macht kommt. Der Kreml soll Frau Baerbock als Gefahr für die Interessen Russlands eingestuft haben. Sollte Frau Baerbock gewählt werden, so soll der Informant gesagt haben, so wird dies die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland zerstören. Und es würde für die USA
einen großen Sieg darstellen. Nun, die deutsch-russischen Beziehungen kann Frau Baerbock nicht zerstören, denn die sind schon zerstört. Frau Baerbock könnte ihnen höchstens noch den Todesstoß versetzen. Mit anderen Worten, diese junge grünen Politikerin sollte mächtiger sein als die jetzige Bundeskanzlerin Merkel? Wenn es diesen Informanten wirklich geben sollte und der Kreml wirklich so denken sollte, so kann ich eigentlich nur meine Worte wiederholen. Nicht Frau Baerbock, nicht Herr Habeck oder sonstige Namen der Grünen sind gefährlich, denn Personen sind austauschbar. Gefährlich ist diese russophobe Partei in ihrer Gesamtheit für das deutsch-russische Verhältnis. Ich erinnere mich an einen Beitrag von mir mit dem Titel Die loyale Angela Merkel. Schade, dass sie geht, veröffentlicht am 9. Juli diesen Jahres. Schon in diesem Beitrag erwähnte ich, dass verhindert werden muss, dass die Grünen Bündnispartner in einer zukünftigen Bundesregierung werden. Ich kommentierte in meiner üblichen schwarz-weißen Denkweise, dass diese Konstellation die größte anzunehmende Katastrophe im Verhältnis zu Russland sein wird. Denn ich kenne keine größeren russophoben Politiker wie die, die in der Grünen Partei versammelt sind. Mein Gesprächspartner meinte, dass er derselben Meinung ist. Und gerade deshalb muss alles getan werden, damit die CDU-CSU die absolute Mehrheit erhält und auf die Grünen als Koalitionspartner verzichten kann. Und ich glaube nicht, dass ich klüger bin als der Kreml. Auch der Kreml wird wissen, dass Frau Baerbock ganz leicht austauschbar ist. Sogar noch wenige Wochen vor der Wahl. Gegen Habeck zum Beispiel. Somit komme ich zu der Schlussfolgerung, dass der Informant, wenn er denn existieren sollte, wohl nicht aus dem Kreml kommt. Zumindest nicht aus dem Kreml, der in Moskau steht. Blomberg kommentiert weiter, dass man von den Grünen bereits Informationen erhalten habe, dass sich ausgewählte Parteimitglieder irgendwelcher elektronischer Angriffe ausgesetzt sehen. Ganz nach russischer Manier. Und über die arme Frau Baerbock wird in den Medien und Sozialnetzwerken kübelweise Dreck ausgekippt. Beweise habe man nicht, dass es die Russen sind, die das alles machen. Aber man habe schon mal die deutschen Sicherheitsdienste informiert und die werden die Russen mit Sicherheit enttarnen und der diskreditierten Frau Baerbock zu ihrem Recht verhelfen. Легче сказать, что мы не виноваты. Это виноваты русские, они вмешались в наши выборы. А мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает. Во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок так ничего сделать не может, евреи виноваты. Der angebliche Informant meinte gegenüber Blomberg, dass der Kreml über ausreichendes Material verfügt, um Frau Baerbock das Leben zu versauern. Der Kreml sei überzeugt, dass diese Frau politisch naiv und über die Maßen Amerika-hörig sei. Somit ist klar, wer schuld ist, wenn die Grünen nicht Bestandteil der neuen Bundesregierung werden. Die Russen, der Putin und nicht der mündige deutsche Wähler. Mir ist das absolut nicht interessant. Это ваши внутриполитические игры. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.